Ja, von mir aus. Ice Magic. Freezing Field. Scroll of Revive und Icy Prison. Fire Magic with Forging Flames. Lass mal ganz kurz gucken. Der war ja ziemlich am Anfang, der Reforging Flames Spell. Das war der da. Ah. Ja, okay. Also Fire Magic. Dann wird das nächste Mal gemaxt. Dann können wir damit nämlich die Kanone auch anders chargen mal. Okay. Dadurch kommen wir aber immer noch nicht in die Vault rein. Nein. Die Shadowlight Divide Vault. Und indem wir hier einfach das Licht komplett löschen? Auch nicht. Okay. Gut. Wird das schon mal geklärt? Das heißt, einziger Weg. Ist der hier. Oh je. Yeah. Okay, nur Nourishment, damit kann ich leben. Wenn der Bier. Oh. Kann jedoch nicht damit leben, wenn mein eigentlich wichtigster Magier fast tot ist. Und die nehmen keinen Schaden durch den Todeslaser. Das ist auch nicht gut. So. Du bist nicht mehr. Du bist tot. Ich habe irgendein Bling-Geräusch gehört, als wir hier irgendwo drauf gedappt sind. Ja, gut. Sättigen wir uns mal wieder. Ein Teleporter, das habe ich mir fast schon gedacht. Tür, die aufgeht. Doch ein Teleporter. Light Orb. Ich habe noch einen Crypt Key. Wieder ein Obsidian Shield. Ein Necro
Power Glove. Hm. Dir bringen Punkte nichts. Ich weiß nicht mal, ob du Agile hast. Ich weiß nicht, ob du Agile hast. Du hättest Agile. Okay, das heißt... mehr Feuer. Ring of the Tomb Raider. Only Level 20 plus Rooks können das Ding equippen und kriegen Skilled at Lightning Speed. Ah. Evasion Energy. Lightning Speed, was auch immer Lightning Speed macht, okay. Eine Münze, die zum Glück, glaube ich, nichts wiegt, ja. Knochen. Knochen. So. Okay. Das war von mir aus der eine Teleporter. Mich interessiert jetzt aber noch der andere Teleporter. Also den da haben wir jetzt genommen und der da. Bringt mich in die Vault. Remove Curse is Spellcraft 24. Ist ein Zealot. Divine Plating ist ein Flourishing Earth Magic. Können wir noch nicht? Okay. Advanced Form in Physik. Athletics 20. Athletics hat kein Sau hier. Elemental Magics. Also etwas wieder für dich. Oder? Ja, Fire and Ice. Gut, von mir aus. Jetzt kommt die große Wahrheit. Mal sehen, wie gut die große Wahrheit ist. Eine Münze. Also wir sind jetzt im letzten Gebiet von Yggdrasil. Create Wall haben wir bereits. Essen brauchen wir nicht. Noch eine Ancient Battle Axe. Die keine Sau mit sich rumschleppen kann. Das Essen brauchen wir nicht unbedingt. Und die Ancient Battle Axe auch nicht wirklich. Hm. Okay, diesen Drachen können wir nicht füttern. Mit was können wir dich füttern? Mit allem Möglichen, aber was ist das Richtige?
Moment, habe ich nicht irgendwo noch solche... Ich habe noch die beiden. Die aber alle nichts bringen. Und hier ist halt auch nichts mehr. Okay. Extra Seal Wastes. Ja. Hier unten waren wir halt auch noch nicht. Damit haben wir auch endlich mal gelöst, was hier unten ist. Okay, ein schwarzer Schleim, der leben kann und immun gegen Feuer ist. Das ist einer, okay. Okay. Nicht so gut. Cure Paralysis. Gegen diese ist zum Beispiel die Kanone jedenfalls als Dark Magic nicht so mächtig, weil der Schaden halt nicht immer durchtickt. Okay. Da kann ich das aufmachen. Ihr wart so wirklich ganz so stark, ihr haltet halt nur viel aus. Den Schaden hast du aber gut einstecken müssen. Okay, gegen Eis sind sie immun. So, jetzt muss der weg. Mit einem kommen wir gut klar. Bringt sogar noch recht gute Erfahrungspunkte und mal einen Quicksave machen.